Rechts einmal hier, ich nehme das Fadenkreuz, um das vielleicht besser darzustellen. Das ist das Swissbox-Tool und wir haben hier die Handelsvorlage. Das steht hier unten. Open Range Breakout DAX. Das heißt, das ist quasi unsere Handelsvorlage, mit der wir uns auf die Markteröffnung am DAX, und da befinden wir uns ebenfalls auch, das sehen wir schön hier oben in der Swissbox DE30. Das ist der deutsche Aktienindex mit den 30 bestbewertesten Unternehmen oder am höchstbewertesten Unternehmen. Und dann haben wir natürlich auch hier noch einmal die Info, auf welcher Zeitebene wir uns aktuell befinden. Das heißt, aktuell stehen wir hier auf M5, steht für 5 Minuten. Das heißt, jede Kerze, die wir gerade im Chart sehen, ist repräsentativ für 5 Minuten Bewegung am Markt eben dargestellt oder zeigt uns da die Darstellung. So. Natürlich gibt es auch hier für das Swissbox-Tool noch gewisse unterstützende Systeme, die uns dann eben gewisse Bereiche im Markt kennzeichnen, wo sich halt für uns ein Einstieg eben als weitaus, ich will mal sagen, sinnvoller ergibt. Und das heißt eben über diese Indikatoren, die uns halt hier eine Unterstützung für die Swissbox liefern, die nutzen wir selbstverständlich über den Tag hinweg, auch für verschiedene, sagen wir, Herangehensweisen mit der Swissbox. Aber das Ganze werden wir jetzt einmal nach und nach durchgehen. So. Das Einzige, was wir benötigen, um wirklich erfolgreich oder auch aktiv mit der Swissbox handeln zu können, ist einfach die Volatilität. Wir sprechen dabei von Bewegung am Markt, von Kursschwankungen. Na, solange es keine Schwankungen gibt, zum Beispiel wie einem solchen Bereich hier, wenn der Markt sich dazu ja, tendiert, eine Seitwärtsphase einzunehmen oder auch eben solche Phasen hier, das sind natürlich dann eben Phasen, da kann man weder nachher mit der Swissbox, denkt man noch mit jeder anderen Handelsstrategie, wirklich irgendwie einen Schritt nach vorne machen, weil seitwärts können wir natürlich hier nicht wirklich das Ganze umsetzen oder eben für uns eben einen gewissen Umsatz generieren. So, das heißt, wir beginnen jetzt einmal oben an der Swissbox. Ne? Und auch hier, egal welches Tool ihr von uns benutzt, sei es die Boardscanner, sei es die Swissbox oder auch der Trade Manager, mit dem sich der Jimmy nachher so ein bisschen mit euch auseinandersetzt, arbeitet die Tools immer von oben nach unten durch. Es bringt nichts, wenn man versucht, irgendwo mittendrin anzufangen. Ist wie beim Hausbau. Na, man fängt auch nicht mit dem Dach an, sondern man kümmert sich erstmal um das Fundament. Na, und arbeitet sich dann eben halt über die Wände an das Dach heran. Und am Ende hat man eben ein fertiges Haus. So. Das heißt, ganz oben hier leicht hervorgehoben, bisschen ein anderes Grau, haben wir schon unseren ersten Button. Die Buttons bei uns an den Tools geben immer den aktuellen Ist-Zustand an. Man kann auch sagen, den physischen Zustand. Wenn hier steht, die Boxlinien sind aus oder deaktiviert, klar, dann können wir die einfach im Chart nicht sehen, weil sie eben halt, wie gesagt, nicht an sind. Mit einem Mausklick platzieren sich automatisch zwei Linien im Chart. Jetzt kann man an dieser Stelle, werde ich mal kurz das Ganze ein bisschen größer machen. Jetzt kann man auch eben unsere Punkte, mit der wir eben die Box auch noch eben variabel eben verändern können, also aktiv im Chart. Die können wir jetzt hier sehr gut sehen. Das ist leider auf dem hellen Hintergrund oftmals nicht ganz so einsehbar. Aber hier an dem mittleren Punkt greifen mit der linken Maustaste, mit dem Cursor, dann können wir eben die Linien frei im Chart platzieren. So, ganz wichtig, na, die Linien kommen, man kann sie hier deaktivieren. Aktivieren wir sie wieder, dann kommen sie immer direkt mit der Zentralachse am aktuellen Preis wieder heraus. So, mit der Zentralachse selbstverständlich ist die mittlere Achse gemeint. Wir haben einen Abstand von unserer grünen zur roten Linie von 15 Punkten. Und auf der grünen Linie platziert automatisch die Swissbox für uns nach Absetzen der Order an den Broker eben einen Auftrag für einen steigenden Kurs. Auf der roten Linie wird dann eben halt ein Auftrag für einen fallenden Kurs platziert. Man kann auch eben sagen, oder im Fachmund sagt man, oberhalb ist es eine sogenannte Buy-Stop-Order, auf der Unterseite wird eine sogenannte Sell-Stop-Order platziert. Eine Stop-Order, kurz gesagt, na, die möchte nicht warten, dass sie irgendwo stehen bleibt oder dergleichen, sondern eben eine Stop-Order, die ruht und wartet darauf eben, dass sie von dem aktuellen Kurs in diesem Falle eben ausgeführt wird. Man kann auch sagen, eine Pending Order. Ich sage immer, man kann sich das Ganze auch objektiv vorstellen, als wenn man hier zwei Jäger hat. So, und wir möchten natürlich den DAX jagen.
Und wie man das kennt, bei der Jagd versucht man eben mit zwei Jägern eben das Ziel eben halt in die Mangel zu nehmen, damit eben schlussendlich in diesem Falle der DAX weder nach oben noch nach unten einen Ausbruch tätigen kann, ohne dass bei uns die Swissbox davon Notiz nimmt und dann eben das Ganze für uns in einen aktiven Handel wiederum ummünzt. So, jetzt warten wir mal, weil ich werde versuchen, dass wir den aktuellen Kurs an unserer Big Number, das heißt, man sieht hier unten einmal schön ein, ich werde hier einmal die orangene Zone entfernen kurz. Brauchen wir aktuell nicht, die dient für den oder diente mal für den ersten Trade am DAX zur Markteröffnung, findet aktuell nicht so die Bedeutung, weil wir eben derzeit das Ganze über die Big Number, also sprich eben über die glatten 100er Schritte oder auch 1000er Schritte, je nachdem, wie man gerade guckt. Hier haben wir jetzt die glatte 13.000er, hier oben, wo jetzt genau unsere Box vorliegt, sieht man schön die 13.100er Marke. Und das sind eben auch sehr markante Zonen eben für den Markt oder für den Kurs selbst. Denn kommen wir an eine solche Big Number ran, ist in der Regel eine gute Volatilität auch gegeben. Nun haben wir natürlich hier so ein ja, kleines Problemchen, dass wir hier direkt mit der Big Number der 13.100, dass wir oberhalb direkt das Retracement Fibonacci, also eine Widerstandszone 38,2 eben halt gesetzt bekommen haben. Diese Fibonaccis habe ich übrigens heute Morgen jetzt nicht selber eingezeichnet, sondern die werden durch diesen Indikator, das kann ich jetzt einmal kurz zeigen, bevor der Kurs sich schön an die Big Number wieder angenähert hat, die richten sich jeden Tag einmal neu aus. Das Ganze immer in Anlehnung an den Daily Pivot, den wir hier schön in der Mitte sehen. Der Daily Pivot, auch kurz einmal zur Information, das ist eben der durchschnittlich gehandelte, ja, Wert des Vortages, also der durchschnittliche Handelsindex vom DAX, sind 13.028,57 Punkte am gestrigen Tag gewesen. Den berechnet man aufgrund des Tageshoch plus Tagestief plus Tagesschlusskurs, natürlich des vorangegangenen Tages. Und das Ergebnis wird am Ende einmal durch 3 geteilt und dann haben wir eben einmal unseren Durchschnittswert und aufgrund der Basis des Daily Pivot platzieren sich dann jeden Tag aufs Neue einmal unsere Widerstandszonen oberhalb und unterhalb die Unterstützungszonen. So, jetzt werden wir wieder ein bisschen dichter rangehen. Und jetzt auch schön, damit wir genau an solchen Zonen, wenn der Markt dahin läuft, das kann natürlich auch sein, dass er sich eben auch mal weitaus schneller nähert, als er es jetzt an einem Freitag tut. Und natürlich auch die Uhrzeit, ja, so Richtung Mittag, also ich persönlich sehe das Ganze immer so, dass man so, so Richtung ab 11:30 Uhr sollte man vielleicht mit der Swissbox ein wenig ja, vorsichtiger sein, wenn der Markt eben in eine Seitwärtsrange gerät. Dann können wir uns auch sag mal, aus diesem Grund halt in eine Aufschaukelung begeben. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier den ersten Trade heute hier bei mir mit der Swissbox auch eingehen können. Das heißt, wir können hier über diesen Punkt, das ist eine Triangel, können wir direkt dafür sorgen, dass unsere Boxlinien perfekt an so einer Big Number ausgerichtet werden, um dann eben schlussendlich wirklich exakt 7,5 Punkte nach oben zur Long Order und eben entsprechend 7,5 Punkte zur Short Order Luft zu haben. Denn auch genau diese Entfernung wird nachher, sobald wir in den Markt eingetreten sind oder besser gesagt, wir eine Ausführung erhalten haben, werden auch im ersten Segment oder im ersten Step werden diese 7,5 Punkte hier unser Target sein. Also das heißt, wir möchten hier 7,5 Punkte im ersten Anlauf aus dem Markt herausschneiden und eben für uns erfolgreich aushandeln. So, kommen wir einfach noch derzeit einmal kurz weiterhin an die Swissbox. Wir haben hier oben, bis der Markt sich immer so ein bisschen für eine Richtung entschieden hat, haben wir hier oben ein sogenanntes Auge. Das kann man schön sehen. Hier oben, da kann man jetzt vielleicht gerade nicht ganz so gut sehen, deswegen nehme ich das Fadenkreuz für uns einmal dahin. An dieser Stelle, ich sage mal, das ist das magische Auge von Ra, das allsehende Auge. Hier können wir uns direkt über unsere Risiken einmal informieren, die wir für eben diesen gesamten Handel, der dann halt hier eben vonstatten gehen kann, dass wir einmal aufgeklärt werden, wie viele Trades
können wir hier durchaus handeln. Das heißt, wenn wir hier einen Handel starten, dann ist es nicht mitunter immer sichergestellt, dass wir hier nur einen Trade brauchen, sondern eben aufgrund dessen, dass uns die Swissbox erlaubt, nahtlos von Long auf Short wieder eben zu wechseln. Also was die Handelsrichtung angeht, haben wir natürlich auch dann eben schlussendlich mehrere Positionen nachher innerhalb eines Handels und diese werden dann logischerweise einfach nur als einzelner Trade angegeben. So, und da sehen wir, der erste Trade wäre dann hier mit 0,2 Lot ausgeführt. Na, es werden 0,1% Margin in diesem Falle erstmal verwendet. Das heißt, hier unsere Margin geht immer von einem Level von 100 aus. Und hier unten Loss in Prozent. Da wird uns dann eben einmal angegeben, wie viel Verlust wir prozentual gemessen natürlich an unserer eigenen Depotgröße na, vor Eröffnung dieser Position eben schon bereits haben. Selbstverständlich vor dem ersten Trade gibt es natürlich noch kein Verlustlevel. So, und das heißt, hier sehen wir sehr schön, wir können das Ganze insgesamt ausreizen bis zum 9. Trade. Also wir könnten sogar noch einen weitergehen, aber in diesem Falle 8 Richtungswechsel können wir hier vornehmen. Und dementsprechend haben wir hier natürlich erstmal von der Weitsicht her genug Möglichkeiten oder genug Druck auf dem Kessel, um das Ganze dann auch wirklich gut aushandeln zu können. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass da auch der DAX ebenfalls mal ein bisschen Druck auf den Kessel bringt, damit wir hier zu ein paar mehr Bewegungen kommen. Also das war schon mal das Auge. Das sollte man auch jederzeit nutzen. Kurzer Tipp, das habe ich auch schon mit dem ein oder anderen Clubmitglied schon besprochen oder besprechen dürfen. Und zwar, wir haben noch, ich sag mal, einen sogenannten Notausstieg. Das ist der maximale Verlust in Prozent. Das heißt, auch hier können wir eben nochmal speziell an der Swissbox auch für uns persönlich ein Verlustlevel mit festhalten, bis zu dem wir maximal eben den Trade reizen wollen. Und sollte eben der Gesamthandel aus allen Trades, die sich dann eben in diesem einen Handel befinden können, sollten die eben dieses Level von 1,7% des Verlustes erreicht haben, dann wäre die Swissbox dazu angehalten, diesen Trade, also den gesamten Handel mit allen Positionen für uns zu beenden. Also sprich, alle Positionen werden geschlossen und es wird kein höherer Verlust stattfinden. Allerdings, man muss darauf aufpassen. Und zwar kann man eben sehr gut eben seinen maximalen Verlust im Prozent planen, wo man den hinstellen möchte, indem man dann einfach hier unten in die unterste Leiste guckt, Loss in Prozent. Da kann ich ganz genau sehen, welches Verlustlevel ich, wie gesagt, wann, wo erreicht habe. So, und demnach sollte man dann auch den maximalen Verlust in Prozent eben halt auch angeben oder einstellen. Huch, nicht 20, ein bisschen hoch. Zum Beispiel, wenn ich mir hier als Beispiel das Ganze bis zum 7. Trade handeln möchte. Aber eben, wenn dieser sich nicht eben ins Positive für mich eben nachher umkehrt, dass ich, bevor ich in den 8. übergehe, dass mich dann die Swissbox eigenmächtig hierbei aus dem Markt nimmt. So. Jetzt habe ich den ganzen vorgegriffen. Ich habe gesehen, denke mal alle weiteren auch, dass der Kurs sich in unsere Handelszone hineinbegeben hat, also sprich direkt in unsere Handelsbox. Das war an dieser Stelle. Und da habe ich dann folglich hier, wo eben noch Einstieg ausstand, auch hier wieder natürlich der physische Zustand, ist der Einstieg aus, befinden wir uns nicht im Markt. Haben wir das Ganze umgestellt auf den Einstieg an und in dem Moment wurde dann eben halt unsere Handelsbox aktiv. Man kann das auch schön sehen, die wird dann einmal farblich leicht eingefärbt. Wenn man jetzt einen weißen Hintergrund hat, dann sieht man, dass es deutlich gelb ist. Hier ist es eher so ein komisches Olivgrün. So ist es auf jeden Fall aus meinem Auge heraus. Auf jeden Fall ein visuelles Signal dafür, dass eben halt unsere Box aktiv ist. Es werden, wie gesagt, 2 Aufträge parallel direkt an den Broker übermittelt. Und in dem Moment, wo der Kurs, konnten wir eben sehr schön sehen, über unsere Long Order oder durch die Buy Stop Order, kann man auch sagen, durch diese Linie durchgebrochen ist, in dem Moment wird Brokerseits, kann man hier schon sehen, Typ Buy steht für Long, also für einen steigenden Auftrag. Dieser wurde dann umgehend gestartet.
ist somit jetzt auch im Handel aktiv. Das Ganze können wir auch in der Swissbox verfolgen an dieser Stelle hier. Dass wir eben grün nach oben. Pfeil bedeutet natürlich nicht nur, dass wir hier gerade einen vielleicht Gewinn erzielen, sondern grün nach oben, ganz klar, bedeutet einfach, dass wir long ausgeführt sind im ersten Trade. Und damit man auch seinen prozentualen Stand, wie gerade eben vielleicht das Level im Positiv oder auch im Negativ eben aussehen kann, kann man auch hier schön in der Swissbox das Ganze immer prozentual, selbstverständlich wieder immer am eigenen Depot an der Größe gemessen, eben verfolgen, wie das Ganze sich gerade für einen ausspielt. So, ich habe hier gerade kurz eine Meldung bekommen, dass mir das Netzwerk instabil war. Ich hoffe, ihr könnt mich alle noch gut verstehen. Ich hoffe, ich bin da und ich habe mich nicht irgendwo anders hinbegeben. Ich hoffe, ihr könnt mich noch gut hören. Alles klar. Ja, weil ich hatte hier eben kurz eine Einblendung, dass irgendwie kurz der Stream ja von der Leistung her vielleicht schlechter versehen war, was die Bandbreite angeht. Dabei muss ich sagen, ich habe hier extra dafür gesorgt, dass wir hier eine sehr gute Internetverbindung haben. Dementsprechend sollte es in diese Richtung keine Probleme geben. So. Sehr schön, danke Alex für die Info. So, jetzt müssen wir natürlich hoffen oder mal darauf warten. Also hoffen, sei mal Hoffnung, sage ich immer, die gehört woanders hin. Hier müssen wir das Ganze natürlich aktiv verfolgen. Allerdings muss sich der Kurs natürlich auch mal deutlich für eine Richtung entscheiden. Wie gesagt, 15 Punkte stehen unsere beiden Aufträge auseinander. Und eigentlich sind 15 Punkte ja auch nicht wirklich viel für den DAX. Wenn wir davon ausgehen, so rückwirkend betrachtet auf die letzten 10 Jahre, da hat der DAX so im Durchschnitt so pro Tag so eine Range von zwischen 120 bis, man muss ja jetzt Corona so ein bisschen mit einbeziehen, bis 140 Punkte, aber so im Grunddurchschnitt kann man sagen, 130 Punkte Range pro Tag legt er zurück. So, und wenn man, wie gesagt, hier schon deutlich vom Auge hat, dass wir hier bloß 15 Punkte Range vor uns haben, dann können wir uns auch gerade vorstellen, dass hier wirklich gerade so wenig Bewegungen sind. Das kann man natürlich hier dran sehr gut erkennen. Aber auch hier bitte jetzt nicht dann denken, okay, jetzt bewegt sich gerade der DAX nicht allzu viel oder vielleicht auch am Nachmittag der Dow Jones. Na, also auch hier, die Swissbox ist nicht nur für den DAX-Handel konzipiert. Man kann eigentlich jeden Markt damit handeln, jedoch empfehlenswert oder von unserer Seite, unsere Haupterfahrung beruhen auf den DAX. Auch die 15 Punkte hier beim Linienabstand sind eben speziell über einen sehr langen Zeitraum auf den DAX ermittelt worden. Wer jetzt natürlich auf den Nachmittag guckt, um da halt nochmal die Markteröffnung am Dow zu handeln, also auf den amerikanischen Werten, man sollte das Ganze immer von der Swissbox her im DAX vielleicht was den Punkteabstand auch eben mit übertragen zu den anderen Märkten. Das heißt, wir haben jetzt aktuell handelt der DAX bei 13.105 Punkte. Wenn wir davon ausgehen, dass der Dow Jones, sagen wir, im Schnitt immer doppelt so hoch eben datiert, dann sollten wir halt hier auch daran denken, den Linienabstand eben folglich dann zu weiten, damit wir halt hier eben wieder eben eine gute Ausgangslage haben, weil sonst kann man nämlich eben speziell beim Dow eben das erreichen, wo wir uns eigentlich von so ein bisschen fernhalten wollen. Und das heißt eben eine zu akribische Aufschaukelung. Eine Aufschaukelung selber ist eigentlich nicht schlecht. Nein, jetzt komme ich natürlich plötzlich mit dem Gegenteil daher. Also desto mehrere Positionen sich in diesem einen Handel befinden, desto größer kann nachher auch im Umkehrschluss auch eben die Erwirtschaftung, also eure Gewinnmarge sein. So, das heißt, natürlich haben wir jetzt ein Ziel von 7,5 Punkten vor uns. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch eigentlich sehr ungern über den Widerstand hinaus verändern. Aber es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, das Ziel vom automatischen, sprich eben an dieser Stelle würde uns jetzt gleich die Swissbox, wir lassen es jetzt mal geschehen, eigenmächtig aus dem Markt nehmen. Sprich, dann wäre der Ausstieg automatisch über die Swissbox erfolgt. Wir können das Ganze aber auch anpassen. Und dann sind wir in der Lage, auch unser Gewinnziel einfach weiter nach oben zu verschieben. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen bei dem dunklen Hintergrund. Das heißt, wir können somit unser Gewinnziel weiter verschieben, um somit natürlich dann auch eben
falls der Markt eben einen guten Trend einnimmt, diesen auch erstmal zu halten, um dann natürlich eben auch hinten raus, wie gesagt, unsere Marge oder unseren Gewinn anwachsen zu lassen. Und ab der dritten Position, also ab dem dritten Trade, wenn man sich dort befindet, ab dort an kann sich dann eben schon auch der Gewinn exponentiell plötzlich erhöhen. Das heißt eben mit mehr Gepäck im Rucksack. Ja, ich sag mal, normal beim Wandern kommt man dann nicht ganz so weit. Ne? Aber ich sag mal so, desto mehr man natürlich eben an Position dabei hat oder desto größer natürlich somit auch die Gesamtpositionsgröße wird, desto größer wird schlussendlich dann auch am Ende eben der Gewinn. So, jetzt haben wir schön gesehen, dass uns die Swissbox hier einmal Entschuldigung, bitte. So, jetzt ist schon besser. Also, hier hat uns jetzt eben die Swissbox eigenmächtig an unserem Gewinnziel aus dem Markt genommen. Somit werden dann alle offenen Positionen automatisch geschlossen. Handel ist vorbei. Der Gewinn wird rüber auf unser Konto geschoben. Und dann haben wir natürlich direkt die weitere Möglichkeit, den Handel wieder von vorne anzugehen, also wieder erneut zu starten. Dass wir dafür auch gewisse unterstützende Systeme mitverwenden. Der eine weiß das schon von euch, die anderen wissen das noch nicht. Ich werde jetzt einmal die Unterstützungssysteme für die Swissbox einmal durchgehen, damit ihr auch sehen könnt, dass man hier bei der Swissbox nicht nur rein nach freier Platzierung der Boxlinien oder halt eben nach Schema X oder nach dem Schema eines Big Number Trades eben handeln kann, sondern jetzt gehe ich mal einen Chart weiter. Und hier seht ihr jetzt schon mehrere grüne Zonen in diesem Chart. Das sind sogenannte Vola-Boxen. Die können wir direkt ebenfalls wie diese Big Numbers auch hier über diese Triangel direkt ansteuern, damit sich eben unsere Swissbox oder unsere Boxlinien genau dort platzieren, wo auch der Indikator für uns eben einen optimalen Einstieg eben generiert. So, und jetzt können wir nochmal kurz dazu kommen, was generiert oder was zeigt uns hier eigentlich diese Vola-Box? Und ich werde hier mal ein anderes Risiko heranziehen, aktuell bei der Marktlage. Und dann nehmen wir hier auch jetzt mal einen Vola-Box-Trade in Angriff. Also man sieht, wir sind weiter oberhalb der Big Number. Und eine Vola-Box selber, also dieser Indikator, der zeichnet uns gewisse Zonen im Markt ein, wo sich ein geringeres oder ein geringes Handelsvolumina befinden soll. So, das habe ich gestern auch schon gemacht. Ich werde es jetzt nochmal zeigen. Oder dazu stehe ich dann, vielleicht werde ich auch heute mal sitzen. Also, ein geringes Handelsvolumina. Stellt euch das am besten einfach so vor. Jeder war mal im Schwimmbad, in einer Halle, draußen, Meer oder wie auch immer. Aber ich glaube, jeder, der jetzt hier gerade zuguckt und zuhört, hat schon mal irgendwie im Wasser gestanden. Und das Ganze stellt euch vor, bis zur Schulter. Wer bis zur Schulter im Wasser steht, der wird natürlich, sagen wir jetzt, nicht unbedingt gut nach vorne kommen. Sprinten schon gar nicht. Aufgrund des immensen Widerstandes, den man eben auf seinem Körper hat. So. Das heißt, da ist dann ein sehr großes Volumen befindlich, sprich, viel Volumen auf einmal komme ich schlecht voran. Und genau das sind eben Bereiche, wo auch ein Markt so gerne ins Stagnieren kommt. Haben wir zu viel Volumen, dann wird der Markt hier erstmal sich nicht wirklich flott bewegen können. Eben diese Vola-Boxen oder diese Bereiche, das sollen dann für uns sogenannte Sandbänke, ich sage immer gerne Sandbank. Also sprich, wenn man aus dem tiefen Wasser rauskommt und man kommt beim Meer auf eine Sandbank und steht plötzlich nur zum Knie im Wasser oder bis zum Knöchel, dann hat man natürlich gleich schon viel einfacheres Spiel, sich wirklich auch dort eben gut bewegen zu können, also dynamisch zu sein. Und eben genau das soll dann eben auch der Markt hier speziell an diesen Volatilitätszonen tun. Mal gucken, dass man das gut sehen kann. Mein eigenen Bildschirm blendet gleich von vorne so. Also das heißt, aus so einer Vola-Box heraus, wenn der Markt reinläuft und hier austritt, dann ist die Chance sehr hoch, dass er sich erstmal wirklich linear in eine Richtung weit orientiert. Oder auch hier. Das heißt, wenn wir hier jedes Mal einmal eingestiegen wären, dann hätten wir auch hier eben jedes Mal den Trade eben
positiv abgeschlossen, weil jedes Mal hier die Spitze hier oben dieser Kerzen hier hinten zum Beispiel, sag mal, trägt weiter als 7,5 Punkte aus der Vola-Box heraus. Das heißt, hier hätten wir schon 4 Trades direkt auf dieser Vola-Box erfolgreich abschließen können. Und das Ganze kann man dann natürlich auch folglich hier sehen. Also wenn wir dann hier wieder ausgeführt werden, also zum Beispiel hier hätten wir eine super Möglichkeit, durch eine Aufschaukelung nachher wirklich einen sehr guten Trade auch zu halten. Das heißt, hier hätte man im schlimmsten Falle erst Long, Short. Wenn wir Short geblieben, 2 Trades in einem Handel haben wir hier offen. Dann werden wir hier noch einmal Long ausgeführt. Dann sind wir bei der Nummer 3, wo ich vorhin schon einmal kurz gesagt hatte, ab da an. Wenn man das Gewinnziel weiterhin nach oben verändert, hat man eben natürlich auch die Möglichkeit, seinen Gewinn exponentiell nachher eben auch zu steigern. So, also das heißt, Vola-Box gleich, sag mal, geringes Volumen wird hier gekennzeichnet. Ab da an werden wir, wenn ich immer gut die Chance haben oder nicht die Chance, ab hier an haben wir, und das zeigt auch unsere Statistik, eine Trefferwahrscheinlichkeit von mehr als 99%, dass wir hier den Gesamthandel, egal mit wie viel Positionen dann da inne sind, für unsere Seite positiv abschließen, um dann eben, wie gesagt, hierüber uns auch über den Handelstag hinweg gewisse eben Erfolge einstreichen zu können. So, jetzt ist das der Kurs ein Stück über das normale Gewinnziel hinaus. Jetzt kann ich hier auch selber eingreifen, über alles schließen. Das ist wie so ein Notaus-Button. In der Industrie sage ich immer, wenn man da draufhaut oder auch bei uns in der Firma. Ich hoffe, da ist heute noch keiner gegengekommen bei euch im Büro da drüben, weil dann wäre von jetzt auf gleich mal eben komplett das Licht aus. So, und genauso auch hier bei der Swissbox. Einmal alles schließen, schön rot gekennzeichnet. So kann man selber eben auch eingreifen in den aktiven Trade und diesen beenden. So, das war dann einmal kurz die Vola-Box gezeigt. Dazu gibt es entsprechend auch einen Board-Scanner oder ein Trade-Radar, wie es bei uns heißt. Das heißt, das Vola-Box-Radar, das können wir nutzen, wenn wir eben mehrere Märkte mit, ja, der Swissbox oder auch natürlich in Kombination mit der Vola-Box traden möchten. Dann kann es natürlich total, ja, anstrengend für das Auge sein, auch für den Kopf, wenn man anfängt, immer die einzelnen Märkte durchklicken zu müssen. Na, Dow Jones gucken, gibt es da irgendwo gerade ein Signal oder bin ich gerade in der Nähe einer Vola-Box? Kann natürlich, ja, so ein bisschen auf den Kopf gehen, das Ganze. Und natürlich kann man dadurch auch eben halt gute Signale auch verpassen. So. Na, und ein gutes Signal zu verpassen, das möchte natürlich keiner, gerade nicht beim Day- und Intraday-Trading. Deswegen auch hier ein Radar zur Verfügung gestellt von uns zur oder für die Vola-Box speziell, also hier rein für die Vola-Box. Und hier können wir einmal sehen, haben wir hier oben den DAX. Na, im DAX-Chart befinden sich derzeit 3 verschiedene Volatilitäts- oder Vola-Zonen. Und das Ganze trifft auch hier auf den Dow Jones zu und nähert sich der Markt einer solchen Zone, wie jetzt hier zum Beispiel gerade der DAX, dann wird eben auch entsprechend die Vola-Box, genau eben auch mit dem Level, wo sie platziert wurde, hier ein bisschen heller hervorgehoben, läuft der Markt an diese Box an und hinein, dann fängt die an, gelb zu blinken, damit wir das Ganze auch direkt mitbekommen. So, und jetzt sehen wir auch schon hier, Dow Jones, 15 Punkte. Was hatte ich vorhin gesagt? Wir müssen aufpassen, der Dow Jones, wir gehen einmal rüber. Der handelt aktuell bei 29.337,7 Punkte. Na, also natürlich ist der amerikanische Handel derzeit noch nicht wirklich aktiv. Na, ich hoffe oder ich gehe mal davon aus, die Amerikaner, die werden jetzt ja wahrscheinlich demnächst gerade erstmal aufstehen und sich dann vielleicht noch den Sand von gestern Abend aus den Augen zu reiben. Also das heißt, hier ist noch nicht allzu viel los. Allerdings sehen wir, dass ich hier eine falsche Größe drin habe von der Vola-Box. Die kann ich selbstverständlich auch im Bereich der Indikatoren anpassen. Das heißt also, auch hier seid ihr nicht festgesetzt, dass ihr immer nur mit den Größenordnungen handeln könnt oder dürft, die wir hier vorgeben, sondern man kann das Ganze selbstverständlich auch noch einmal verändern. An dieser Stelle tragen wir eine 30 hier ein.
bestätigen das Ganze, dann werden uns diese Boxen entsprechend nicht einfach nur gleich nochmal an die Stelle Nummer so dahingelegt, sondern auch hier übernimmt natürlich nochmal der Indikator eine Berechnung, wo denn hier die optimale Zone wäre. So, das wie gesagt einmal die Vola-Box. Möchte ich jetzt einfach mit dem Schwung zurück zum Radar zurückkehren, dann kann ich hier oben direkt an der Swissbox auch vorbereitet, das ist so ein Radar, ja, sieht aus wie bei so einem Schiff, kann man draufdrücken. Und dann kommen wir direkt wieder auf unser Radar zurück und können halt hier direkt wieder eben den Blick eben auf weitere Märkte nehmen. Aber auch hier natürlich sollte man jetzt nicht plötzlich in fünf Märkten, fünf Vola-Boxen handeln. Ich sage immer zu meinen Clubmitgliedern oder auch den Gästen, mit denen ich eben das Trading gemeinsam bestreite, Leute, denkt dran, ihr habt nur zwei Augen. Ne? Und dementsprechend sollte man natürlich auch darauf achten, dass man nicht unbedingt zu viele Trades eben parallel, also in verschiedenen Märkten mit der Swissbox jetzt wohlgemerkt laufen lässt, denn das könnte mitunter auch dafür sorgen, dass man eben nachher vielleicht so ein bisschen die Kontrolle über den einzelnen Trade verliert und auch hier natürlich nicht immer ist die Quantität eben das A und O, Qualität, ne, bin ich zumindest fest der Meinung, schlägt am Ende des Tages immer noch die Quantität, aber man kann natürlich auch einen gesunden Mix aus beiden nehmen, bisschen Quanti, bisschen Qualität, ne, und dann eben das Ganze nach vorne bringen. Das war dann jetzt einmal die Vola-Box. Ich muss ja auch noch auf die Uhr gucken. Ich sehe schon meinen Kollege Jimmy, der steht schon in den Startlöchern. Jimmy? Nee, also er redet zwar, ich kann dich aber nicht hören. Wir übergeben gleich. Genau, und dann haben wir noch einmal schlussendlich, jetzt muss ich einmal gucken, genau hier unten steht's, TC24 Blue Box. Nehmen wir mal eben eine andere Zeitebene. Sehr schön. Heute ist der Markt gnädig. Heute kriegen wir auch direkt eine Box zu sehen. Jetzt werde ich das Ganze einmal auf hell kurz umstellen, damit das auch wirklich alle besser sehen können. So. Und dann sehen wir hier einmal unsere Blue Box. So. Jetzt bitte nicht verwechseln, eine Blue Box macht nicht oder hat nicht die gleiche Aufgabe, wie es am Ende des Tages auch die Vola-Box hat, sondern eben eine Blue-Box, die filtert oder die kennzeichnet uns eben gewisse Bereiche im Markt. Wenn es um eine Seitwärtsphase geht, also eine Erholungsphase des Marktes, ne, wenn man das Ganze im Fachmund ausdrücken möchte, dann sollte man den Ausdruck Konsolidierungsphase verwenden. Also eben, wenn der Markt seitwärts läuft, sich somit so ein bisschen ausruht, ne? Das sollte man ja auch am Tag vielleicht mal kurz machen, ne, wenn man merkt, okay, Kopf ist vielleicht gerade ein bisschen voll, einmal kurz im Kreis laufen, vielleicht kurz rausgehen, frische Luft und dann wirklich mit frischem Kopf wieder ran. Und ungefähr so macht sich die Blue Box. Das heißt, die sucht für uns nach der Ruhe vor dem Sturm. Man sieht das schön, der Markt läuft in einer gewissen Range, immer seitwärts. Das Ganze wird von diesem Indikator her erkannt. Das wird uns dann, wie gesagt, als eine blaue Box eingezeichnet. Und auch hier, wie hier an der Big Number, wo wir wieder den Punkt zur Verfügung haben, gibt es diesen selbstverständlich auch auf der Blue Box. Dann nimmt eben unsere Swiss Box, das können wir jetzt hier oben schön sehen, den Linienabstand exakt ein, wo das Gleichgewicht bemessen wurde. So, und jetzt können wir das Ganze schön verfolgen. Einsteigen kann ich jetzt hier nicht. Markt befindet sich hier oben. Würde jetzt für uns keinen aktiven Handel in der nächsten Zeit wirklich anbieten, sag ich mal, oder ermöglichen. Aber wir können uns das Ganze einfach mal so von der Simulation her vorstellen. Die Box hatte ich ausgeführt. Wir laufen hier nach oben. An der Stelle wird wiederum unsere Buy-Stop-Order brokerseits gestartet. Und das Schöne an der Blue Box ist, uns werden, das kann man hier schön sehen, an der Stelle und auch hier unten, werden gewisse, ja, zwei blaue Striche zu sehen sein. Und zwar immer bei einer Blue Box. Das heißt, hier wird uns schon imaginär unser in etwa Gewinnziel, was dann über die Swissbox wiederum natürlich gestellt wird. Na, da wissen wir schon, bis wohin ungefähr der Markt laufen müsste. Und hier sehen wir schön, diese Blue Box ist direkt im ersten Trade long einmal in den Gewinn gelaufen.
Das Ganze kann man sich auch rückwirkend angucken, zum Beispiel hier vom gestrigen Tag. Natürlich sollte man immer schön auf die Größe der Box achten, dass man jetzt hier nicht unbedingt vielleicht gerade eine Box tradet mit 42 Punkten, weil die Hälfte der Boxgröße in etwa wird auch immer unsere Gewinnentfernung nochmal sein. Das heißt, wenn ich hier nochmal Wenn ich hier ungefähr nochmal ungefähr 21, 21, ne, 1, 2, 5 1, Punkte, um 2, ganz 5 genau Punkte, zu um sein, ganz genau zu sein, jetzt aushandeln jetzt muss, dann muss ich aushandeln das muss, da muss ich natürlich das auch natürlich entsprechend auch wiederum entsprechend wiederum von hier in diese Richtung eben erwirtschaften. Oder bis dahin muss der Markt dann laufen. Deswegen, desto kleiner eine Box, desto einfacher ist es natürlich auch für den Kurs wiederum eben diese Entfernung zu überbrücken. Und hier auch bei der sehen wir schön, wir sind jetzt vor einmal nach oben gelaufen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es schon gereicht hätte, um uns hier einmal long auszuführen. Das heißt, auch diese Box wäre short gegangen und hätte uns dann hier gestern noch in den Gewinn gebracht. Allerdings bitte einmal auf die Zeit gucken. Also absolut keine Empfehlung, hier nochmal um 20 vor 8 einzusteigen. Also da sollte man sich aus diesem Zeitfenster hier beim Trading rausnehmen, weil einen Swissbox-Handel möchten wir nicht durch die Nacht mitnehmen. So, und auch hierfür gibt es natürlich dann wiederum einmal ein unterstützendes Radar von uns, sodass ihr dann eben für die Märkte, die man in diesem Radar, für das Radar eben auserkoren hat, wo eben Signale gesucht werden sollen. Das heißt, es bleibt selbstverständlich nicht nur bei den Märkten, die ihr jetzt gerade sehen könnt, sondern selbstverständlich kann man hier auch noch gewisse Märkte mit hinzufügen. Na? Und dann kann man eben immer schön die Boxen auf der Größe M1, also auf der Zeitebene, 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten, kann man direkt sehen, wo dann eben hier weitere Boxen für uns als Signal eben bereitstehen, damit wir mit der Swissbox eben an der Stelle wieder ansetzen können, um das Signal dann wieder auszuhandeln. So, wir haben 11:54 Uhr. Jetzt muss man gucken hier. Also ich bin jetzt so weit durch mit der Swissbox. Das war jetzt wirklich einmal nicht mit dem Hubschrauber, sondern wirklich mit dem Düsenjäger einmal rüber geflogen. Das ging jetzt alles ein bisschen sehr schnell. Ich weiß, das kann auch abstrakt wirken und natürlich auch somit vielleicht am Anfang für gewisse Verständnisprobleme sorgen. Aber wie gesagt, dafür habt ihr uns und auch an dieser Stelle wieder gesagt, ne, bitte keine falsche Zurückhaltung. Ne? Wir möchten mit euch ins Gespräch kommen. Wir möchten das Ganze gerne mit euch gemeinsam angehen. Wir möchten eben, dass ja, dieses Jahr eben noch wirklich erfolgreich hinter uns bringen, um dann eben gemeinsam mit euch allen im nächsten Jahr wirklich wieder top starten zu können. Das heißt, wir werden dieses Jahr noch einmal folglich am 25. November mit der letzten Ausbildungsrunde für dieses Jahr beginnen, damit wir dann auch wirklich mit den neuen Clubmitgliedern, die jetzt dann noch mit dazukommen, auch wirklich top vorbereitet, top ausgebildet in das neue Jahr starten zu können, um dann natürlich aber auch im nächsten Jahr wieder weitere Schulungen gemeinsam mit euch zu machen, Workshops zu betreiben, Webinare gemeinsam mit euch zu machen und natürlich auch einfach ja, einen gewissen Erfolg dabei zu ernten und natürlich aber auch im Umkehrschluss gemeinsam ein bisschen Spaß beim Trading zu haben. Ja, vielen, vielen Dank, Daniel, für diese Einführung in unsere Trading-Tools. Genau, das war, glaube ich, für alle sehr, sehr spannend zu sehen, wie man das Ganze nicht nur in der Theorie macht, sondern in der Praxis darstellt und wie man dann auch die Märkte handeln kann. Ja, danke an dieser Stelle auch von mir nochmal. Danke, Siri, Alex. kannst du uns hören? Jetzt höre ich dich auch, genau. Ich gucke mal nochmal, ob ich dich jetzt Ja, im hallo Charterraum zusammen. ebenfalls im Charterraum ebenfalls höre. Genau. Vielen, vielen Dank, Daniel. Danke. Tschüss. Genau. Daniel hat uns jetzt einiges über die Swissbox gezeigt und über die Ausbaustrategien. Jetzt ist Jimmy das Ganze übernommen und Jimmy wird nochmal auf unsere MTX-Strategie eingehen und zeigen, wie das Master Template X tagsüber gehandelt werden kann. Genau an dieser Stelle möchte ich den Jimmy herzlich begrüßen und ihm jetzt das Wort übergeben. Genau. Ja.
Ja, hallo zusammen und Mahlzeit und Moin zur Mittagszeit. Ich bin Jimmy, auch einer der Trading Coaches. Ihr habt jetzt schon ein bisschen von Daniel ein paar Strategien oder habt ihr die Anwendung jetzt gezeigt bekommen. Ich möchte mich heute mit euch auf die MTX-Strategie konzentrieren oder da in die kurz in die Theorie und vor allen Dingen natürlich in die Anwendung. Und das ist eines unserer ältesten und bewährtesten Strategien, den wir arbeiten im Club, und da möchte ich euch das ein oder andere zeigen und natürlich, wie gesagt, im späteren Verlauf, also in der nächsten halben Stunde, Dreiviertelstunde, auch zeigen, wie man das Ganze im MetaTrader natürlich anwendet. Okay, fangen wir an. Master Template X, eines der ältesten Strategien, wie eingangs schon kurz erwähnt. X steht für 10 Jahre. Mittlerweile sind wir aber seit 11 Jahren natürlich schon dabei mit unseren Hausstrategien, und wir haben uns natürlich gesagt, ja, dass wir uns nicht nur auf eine Strategie konzentrieren, sondern das ist eine von den Strategien, mit denen wir im Club arbeiten. Wir haben 5 am Stück, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon des Öfteren gehört, und eine davon, auch eines meiner Lieblingsstrategien, die MTX-Strategie. Okay, dann versuche ich hier mal weiterzukommen in die Crazy reinzukommen. Nehmen wir sie kurz klein. So. Es gibt verschiedene Darstellungsformen. Einmal die Balkencharts, der kennt der ein oder andere. Ja, da gibt es aus der technischen Analyse die Darstellungs- und Preisbewegung mit einem senkrechten Balken, und der zeigt dir im Prinzip immer den Höchst- und den Tiefskurs an. Und dann gibt es noch, springen wir einmal weiter, die Kerzenchartansicht, die klassischen Candlesticks, ja, mit grünen und roten Kerzen. Das ist ein ganz klassischer Liniendiagramm oder Balkendiagramm, der euch dann anzeigt, wie die Kerze sich gerade ausbildet, ja, und lässt uns als Trader natürlich gewisse Handelsmuster erkennen. Ja, und das gibt es natürlich in verschiedenen Zeiträumen. Wir handeln diese Strategie, Master Template X Strategie, auf 5 Minuten Zeiteinheit, also somit eine Intraday-Strategie. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, okay, kann ich jetzt die Strategie auch auf andere Zeitebenen anwenden? Also wenn es das geben würde, dann würden wir, könnt ihr euch sicher sein, ja, wie auch, wir versuchen ja immer alle eine Sprache zu sprechen, ja, würden wir das auch euch natürlich mitgeben und das so transparent wie möglich machen, dass ihr die Möglichkeit habt, ja, auch mit dem gewissen Linienchart oder mit dieser Strategie auch auf anderen Zeitebenen zu arbeiten, und hätten euch das natürlich mitgegeben. Aber wir konzentrieren uns auf 5 Minuten auf dieser Zeiteinheit und bleiben dann auch dabei. Okay. Heikin Ashi Chart. Ja, das ist eine Darstellungsform, die wir, wie gesagt, seit über 10 Jahren jetzt nutzen im Club und mit dem wir arbeiten. Kommt aus dem Japanischen, ja, und das sind gemittelte Kerzen beziehungsweise Kerzen, die geglättet sind. Ja, die filtern das Marktrauschen und dadurch lassen sich Trends halt besser erkennen. Und das ist die Darstellungsform, mit der wir arbeiten innerhalb dieser Strategie. Hier nochmal eine Darstellung beziehungsweise ein Vergleich zwischen diesen beiden Kerzen und Darstellungsformen. Einmal die Heikin Ashi, mit der wir arbeiten. Ihr könnt sehen, im oberen Bereich, ja, dass der Trend viel, viel besser zu erkennen ist. Unten habt ihr normale Kerzen im Gegenzug. Und ihr seht, hier lässt sich der Trader auch schon ganz schnell verwirren. Okay, wenn er jetzt im Long im Markt ist oder Short im Markt, je nachdem, ja, dass so kleinste Bewegungen schon den Trader verwirren können. Ja, und da sagen wir natürlich, okay, wir wollen das visuell so dargestellt haben, dass wir wissen, okay, und dass man auch im Markt bleibt, dass man hier sich nicht verwirren lässt und direkt auch aus dem Markt wieder aussteigt. Ja. Und das ist halt der große Vorteil dieser Darstellungsform und Visualisierung. Okay, dann hier nochmal ein Eröffnungskurs und ein Schlusskurs, den ihr sehen könnt, ganz nackt.
Wir haben eine kombinierte Darstellung und das Ganze sieht dann in der Praxis bzw. in dem Template, was ihr dazu bekommt, ja, dann so aus. Hier seht ihr auf der rechten Seite einmal die ganz normalen Heikin-Ashi-Kerzen, die Heikin-Ashi-Bars, wie man sie auch nennt, und auf der linken Seite den Eröffnungs- und Schlusskurs. Und im MetaTrader haben wir das kombiniert in unserem Template. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja. Das hat den Vorteil, ja, könnt ihr auch nicht schön sehen, dass der Anwender auch direkt sehen kann, wo ist der Eröffnungs- und wo ist der Schlusskurs. Ja, und da, wenn ihr nur die gemittelten Kerzen habt oder die Heikin-Ashi-Bars, dann seht ihr eigentlich nur die Bewegung und ihr wisst nicht, wo steige ich genau ein und vor allen Dingen, wo steige ich auch aus. Okay. Bevor wir hier zu der weiteren Regel kommen, ja, will ich einmal kurz umschwenken in die Praxis. Und hole einmal den MetaTrader dazu. So, okay, ich hoffe, ich kriege technisch hier gerade hin. Neue Technik, mit der ich mich erstmal auseinandersetzen muss. So, ich hoffe, ihr könnt gerade da meinen Bildschirm sehen. Ihr seht hier in der Praxis im MetaTrader die Vorlage MTX und ihr könnt gerade wunderbar sehen den aktuellen DAX-Chartverlauf vom heutigen Tag und wir haben hier eine schöne Bewegung seit heute Morgen drin gehabt, ja, steigende Kurse und der DAX liegt gerade bei 13.091, wie man hier auch gut erkennen kann und ihr seht ja auch schon die ersten Heikin-Ashi. Die Heikin-Ashi-Bars oder Darstellungsform und die sogenannten Kerzen, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Und wenn ich jetzt näher rangehe, hier an dieses Template, dann könnt ihr sehen, da sind diese sogenannten Eröffnungs- und Schlusskurse dabei in dieser kombinierten Darstellung mit inklusive dieser Heikin-Ashi-Kerzen. Ja. So. Und das hilft uns einfach, um besser zu erkennen, wo wir dann genauestens dann einsteigen. Da machen wir aber gleich nochmal einen Trade zusammen. Wir haben heute zwar kein Signal, gehen wir erstmal in die Theorie durch und dann natürlich zum wichtigeren Teil in die praktische Anwendung. Theorie ist immer schön und gut, aber ihr werdet bei uns merken, dass wir sehr viel auf die Praxis auch eingehen möchten. Ja, weil im Endeffekt ist es das, was zählt. Ja, und das Resultat entsteht dann aus der Praxis und nicht aus der Theorie und aus großen Analysen. Okay, dann schwenke ich nochmal um und wir gehen nochmal in die Folie. Wir sprechen bei dieser Strategie von gut oder wir konzentrieren uns besser gesagt bei dieser Strategie auf gut ausgeprägte Kerzen. Ja, hier ein Beispiel dafür. Ihr seht ein kurzer Kerzendocht und ein gut ausgeprägter Heikin-Ashi. Kerzenkörper. Einmal ein Beispiel für eine Long-Kerze und natürlich ein Beispiel für eine Short-Kerze. Ganz einfach dargestellt, Long in dem Falle ist dann mit der blauen Farbe hinterlegt und die Short-Kerze mit der roten Farbe. Ja? Das, wenn wir sowas sehen, dann sprechen wir von einer gut ausgeprägten Heikin-Ashi-Kerze im Club und in dieser Strategie. Dann natürlich, was sich auch dann der ein oder andere fragt, was ist dann auf der anderen Seite eine schlecht ausgeprägte Heikin-Ashi-Kerze? Ja, können wir hier gerade wunderbar am Beispiel erkennen. Gucken wir uns gleich nochmal im MetaTrader an. Ja, eine schlecht ausgeprägte Kerze hat zum Beispiel den Docht auf beiden Seiten. Ja, oder einen weniger gut ausgeprägten Kerzenkörper oder einen kurzen Kerzenkörper. Das zeige ich euch auch gleich nochmal im Beispiel. Also das wäre dann für uns oder bedeutet für uns innerhalb des Clubs und für uns Trader dann natürlich dann kein Einstieg. Sowohl für Long als auch für Short. Das kann man natürlich für beide Richtungen dann auch so definieren.
Nochmal ein zweites Beispiel, hier ein schlecht ausgeprägter Kerzenkörper. Ihr seht, der Candle Wick ist relativ lang und der Kerzenkörper kurz und das ist dann dementsprechend kein Einstieg für uns. Okay. Wir arbeiten seit 2009, habe ich das öfteren erwähnt, seit mit dieser Methode erfolgreich und setzen diese erfolgreich im Live-Trainingraum um und auf einem Live-Konto. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr in die Übung geht, ja, und das selber auf eurem Demo-Konto mal übt und umsetzt natürlich und mit dieser Vorlage arbeitet. Und wir zeigen euch natürlich, oder ich, vielleicht werdet ihr auch natürlich mit mir dann direkt sprechen, weil ich ja auch einer der Coaches bin, der euch dann in der Technik unterstützt und auch in der Umsetzung und natürlich im Verständnis dieser verschiedenen Basis- und Hausstrategien, mit denen wir hier an den Markt herantreten. Okay, dann haben wir nochmal eine weitere Regel, die sogenannten Marktpreisbänder, das sind geglättete Moving Averages, das ist die zweite Regel und wie ihr jetzt hier sehen könnt, haben wir ein oberes Marktpreisband und ein unteres Marktpreisband. Und das sind jetzt nochmal die Einstellungen hier, falls der eine oder andere wissen möchte, wie das genau eingestellt wird, damit angegeben. Genau. Wichtiger ist aber, glaube ich, die Visualisierung, dass man als Trader erkennt, wann wir von einem oder wann man von einem Short und wann man von einem Long-Einstieg spricht. Hier ein Beispiel für einen Short-Einstieg. Ihr könnt sehen, wir haben einen gut ausgeprägten Kerzenkörper. Der Docht ist kurz angesetzt und der Kerzenkörper, ja, liegt außerhalb dieser Marktpreisbänder, beziehungsweise teilweise außerhalb, also unterhalb. Ja, das ist auch eine wichtige Regel, die wir hier als Trader voraussetzen, dass der Kerzenkörper teilweise, zumindest teilweise außerhalb dieser Marktpreisbänder schließt, ja? Und der Schlusskurs natürlich darunter liegt. Jetzt natürlich auf der anderen Seite ein Beispiel für einen Long-Einstieg. Ja, wir sehen hier auch den Kerzenkörper gerade. Gut ausgeprägter Kerzenkörper, Regel Nummer 1, Regel Nummer 2, kurzer Docht. Und Regel Nummer 3, außerhalb der Marktpreisbänder. Ja. Wann sprechen wir von keinem Einstieg oder kein Setup, wie wir immer so schön sagen, also von den Begrifflichkeiten nochmal her. Wir sprechen dann immer, wenn wir eine Einstiegsmöglichkeit haben, von einem Setup. Kein richtiges Setup haben wir, ja, wenn der Kerzenkörper sich hier, wie im Beispiel gerade zu sehen, sich innerhalb der beiden Marktpreisbänder befindet. Hier auch nochmal ein kurzer Schwenk in die Praxis. Jetzt habe ich es verdreht. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt gerade meinen MT4 und meinen MetaTrader sehen. Ich mache das Ganze ein bisschen kleiner. Ihr könnt sehen, wir haben ja viele Kerzen gerade. Das sind ganz viele Long-Kerzen und die zwei Marktpreisbänder. Und jetzt kriegen wir wieder ein paar rote Kerzen rein, also Short-Einstiegskerzen oder Einstiegsmöglichkeiten. Und da können wir mal ein bisschen näher ran. Und schauen uns die Kerzen mal in der Praxis an, wie es bei euch im MetaTrader dann aussehen wird. Im Demo hauptsächlich natürlich in der Anfangsphase. Und dann natürlich, oder in der Lernphase, und dann natürlich im späteren Verlauf auch im Live-Konto. Ja? Gehen wir mal hier ein wenig in das Template rein. Wir können hier sehen, hier haben wir eine Kerze. Ja? Beide sind den Docht auf beiden Seiten. Relativ kurzer Kerzenkörper ist für uns kein Einstieg. Dann auf der anderen Seite hier nochmal. Auch nochmal innerhalb der Marktpreisbänder kein Einstieg für uns. Kein Einstieg. So. Jetzt seht ihr hier, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wir haben hier eine rote Sonne und ihr könnt sehen, einen relativ langen Kerzenkörper. Dazu parallel
den Signalpfeil, auf den wir gleich nochmal zurückkommen, ja, und er liegt und schließt auch außerhalb dieser Marktpreisbänder. Ja. Ein oberes, ein unteres, wie wir eben in der Folie gesehen haben. Ganz kurz nochmal zur Regel. Wir konzentrieren uns auf dieser oder bei dieser Strategie immer auf das letzte, auf die letzte Sonne. Ja, wir können sehen, wir haben hier einen roten Signalpfeil gehabt oder eine rote Sonne gehabt. Und einen Signalpfeil dementsprechend natürlich im unteren Bereich des MetaTraders oder in der Vorlage, was dann automatisch bei euch auch mit angezeigt wird. Ja, im Prinzip geht ihr dann hier, kann man nochmal einen neuen aufmachen, da wir schon hier direkt in der Anwendung sind und in der Praxis sieht das Ganze dann wie folgt aus. Wir gehen hier in die Marktübersicht, suchen uns einmal den DAX heraus, gucken. So, den DAX und gehen dann in den Chart rein. Bitte nicht verwirren und täuschen lassen hier von der Swissbox hier, die hier gerade hier mit angezeigt wird. Wir gehen dann in den Chart rein, machen einen rechten Mausklick und gehen dann hier in die Vorlagen und dann sind all unsere Templates mit angezeigt. Und je nachdem, mit welcher Strategie wir gerade arbeiten oder auf welche Strategie wir uns gerade konzentrieren, bei den verschiedenen Märkten gehen wir hier auf MTX. Dann gehen wir hier rein. So. Und kriegen dann automatisch in den Chart, der dann geöffnet ist, die MTX-Vorlage rein angezeigt. So, die kann man hier dann entsprechend reinladen. Ich nehme die Marktübersicht wieder raus, damit wir eine bessere Sicht haben. Und dann ist natürlich der nächste Schritt. Da gehen wir auch gleich direkt in die Anwendung und in die Praxis. Dann habt ihr aus dem Navigatorbereich arbeiten wir dann hier mit dem sogenannten Trade Manager. Das ist unser Order Tool und das kann man dann mit einem Doppelklick hier dann mit dazu holen. Und dann gehen wir auf OK und dann habt ihr auf der rechten Seite habt ihr dann den Trade Manager dabei, um den Trade dann sauber zu platzieren und umzusetzen. So, dann gehe ich nämlich nochmal die Übersicht raus. Und ihr könnt hier sehen nochmal ein paar Beispiele für schlecht ausgeprägte Kerzen. Ja, innerhalb der Marktpreisbänder könnt ihr wunderbar sehen. Das heißt, ihr wisst als Trader immer genau, wo ist mein Einstieg und natürlich definieren wir auch den Ausstieg genau und klar. Okay, dann springen wir wieder um, machen wieder einen Schwenk. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell immer hin und her. Aber ich dachte, wenn man da weiß, okay, und sieht auch schon direkt, wie es im MetaTrader dann aussieht, dann kann man das besser nachvollziehen. So, springen wir wieder zurück. Kein richtiges Setup, wie gesagt, wenn diese Kerzenkörper innerhalb der Marktpreisbänder liegen. Hier nochmal ein Beispiel für eine Long-Kerze, weil es für uns dann bedeutet, kein Einstiegssignal. Kommen wir zur nächsten Regel, habe ich eben schon ganz kurz erwähnt, die sogenannten Signalpfeile. Ja. Wo die 1 gekennzeichnet ist, seht ihr einmal ein Beispiel für ein Long-Signal und Nummer 2 ist ein Short-Signal. Das ist immer klar definiert und farblich hinterlegt. Und ihr seht dann hier auch unten parallel, ja, wo die meisten sich auch manchmal kaum zu glauben, ja, schwer tun, dass wir sagen, okay, bei dieser Regel müssen nicht nur die anderen Parameter und Faktoren gegeben sein, wie Kerzenkörper, Kerzendocht, außerhalb der Marktpreisbänder, sondern dazu zusätzlich kommt der Signalpfeil. Ja, das heißt, das muss synchron laufen, also parallel. Ja, und das ist für uns dann erst ein Einstieg. Und sogar dann kommen da noch ein paar andere Kriterien zu. Also ihr merkt hier schon, wir versuchen dem Trader, also egal ob neue Trader, alte Trader, erfahrene Trader oder wie auch immer, einen Tradingplan mit an die Hand zu geben. Ja. Und jede Strategie, die wir entwickelt haben oder die, mit der ihr arbeiten werdet, ja,
hat einen Plan. Und wir sind der Meinung und haben festgestellt, ja, und sind überzeugt davon, erst mit diesem Plan, ja, lernt man diszipliniert zu handeln. Und das heißt, bedeutet jetzt schon, dass man da so exakt wie möglich arbeiten soll und von der Pike auf an das korrekt halt umsetzt. Okay. Dann gehen wir hier, kommen wir nun zu den Sonnen. Habe ich eben auch kurz schon mal angezeigt in der Folie, beziehungsweise im MetaTrader seht ihr dann auch die sogenannten Swing Lows und Swing Highs, dann entsprechend je nachdem, was für eine Sonne gerade wir haben. Ja. Und wir das einmal zum Verständnis, ganz einfach zu verstehen, wenn wir eine blaue Sonne sehen, dann halten wir Ausschau nach Long Setups. Wenn wir eine rote Sonne sehen, halten wir Ausschau nach Short Setups. Das gucken wir uns gleich auch nochmal in der Praxis an. Hier nochmal ein Beispiel für ein sogenanntes Swing High. Und hier nochmal das gesamte Bild. Und ihr seht, dieser Indikator, mit dem wir arbeiten, ist der TC24 Power IQ Sun. Ja? Und da seht ihr in der Folie oder jetzt hier in dem Beispiel gerade, dass wir hier dann im unteren Bereich dann das sogenannte Swing Low haben und im oberen Bereich das Swing High gekennzeichnet mit der Sonne. Die Sonne ist nicht nur dafür da, um zu wissen, wo wir einsteigen oder nach was für ein Setup wir gerade suchen, sondern auch nutzen diese Marke auch, um unser Stop-Loss zu platzieren. Da gehe ich auch nochmal gleich in die Praxis rein mit euch. Ja, seht ihr auch hier unten. Zusätzlich wird die Sonne genutzt, um den Stop-Loss zu platzieren. Dann kommen wir zur nächsten Regel. Ja, ich fasse die Regeln gleich auch nochmal zusammen. Sehr viel Inhalt gerade prasselt auf einen ein. Ja, das ist natürlich logisch, dass man nicht von heute auf morgen alles beherrscht und die Regeln aus dem Stegreif im Kopf hat. Aber da sind wir uns sicher, dass man nach einigen Trades dann noch genau sieht, wo die Einstiege sind und dass man da auch weiß, alles klar, ist die Regel eingehalten. Und ihr werdet auch gleich auch sehen, dass das in der Vorlage, dass euch da auch als Trader ganz viel abgenommen wird. Und dass man da sozusagen fast keine ja, Fehler mehr machen kann, was die Regeln angeht. Ja. Ob das Signal eine hundertprozentige Trefferquote hat, ja, das glaube ich, weiß jeder Trader selber ja, da draußen, dass wenn jemand die hundertprozentige eierlegende Wollmilchsau hätte, dann wären wir, glaube ich, alle woanders und hätten wir auf der Insel getradet, ja, und hätten quasi eine Art ja, wie soll ich sagen, Gelddruckmaschine, wo man dann wirklich einfach von überaus traden kann und man ist einfach weiß, einfach jeder Trade geht in Gewinn. Das ist es natürlich nicht. Aber dieses Template, mit dem wir arbeiten und probiert es mal gerne selber aus, hat eine hohe Signalgüte. Ja, wir beachten hier wirklich viele Parameter und wenn der Einstieg stattfindet, dann haben wir auch einen klar definierten Ausstieg. Ja, und man weiß ganz genau, alles klar, das sind die Punkte, die ich denn jetzt mitnehme und das ist das Potenzial hinter dieser Strategie. Ja, uns war wichtig, wie gesagt, mit diesem Regelwerk daran zu gehen, klare Parameter zu haben, einen Plan reinzubringen und vor allen Dingen Struktur in das Trading zu bringen. Also nicht nach Bauchgefühl, dass man sagt, heute hatte ich eine halbe Kerze, haben wir heute mal gemacht und heute machen wir das mal anders. Wir achten mal nicht auf die Pfeile, ja, sondern wir haben immer ein klares Ziel vor Augen und diese sieben Regeln müssen eingehalten sein und dann steigen wir erst in den Markt ein. Okay, dann hier nochmal eine Regel mit dem Tagespivot. Ja, der Tagespivot ist Tageshöchst, Tagestief und Tagesschlusskurs durch 3. Das ist die Formel zur Berechnung des Tagespivots. Und ihr könnt hier sehen, wir brauchen oder wir sprechen von einem sogenannten Mindestabstand. Ja? Warum? Weil wir haben die Erfahrung gemacht als Trader mit dieser Strategie, die wir natürlich auch
ja, über die Jahre hinweg gebacktestet haben, dass der Kurs gerne mal an diesen Pivot Point abprallt. Ja? Und wenn wir, das müsst ihr euch vorstellen, wenn wir in eine Richtung traden, dann wollen wir natürlich auch die komplette Bewegung in Trendrichtung mitnehmen, ja? Oder nutzen für unser Trade. Okay. Ihr seht hier, Abstand mindestens 26 Punkte. Das ist die Regel Nummer 5 in dem Falle oder Element Nummer 5. Und da müssen wir als Trader oder ist, bedeutet das für uns innerhalb des Clubs und innerhalb der Community, wow, falls wir diesen Abstand nicht einhalten, dann ist das kein Einstieg für uns. Ja. Falls wir einen Short-Einstieg haben und wie ihr sehen könnt, liegt der Pivot jetzt unterhalb des Short-Einstiegs oder des Short-Signals. Da ist nochmal so ein kleines Fenster, wo ihr den Kerzenkörper sehen könnt anhand dieses Pfeils. Und wir haben ja den nötigen Mindestabstand eingehalten. Dann haben wir freie Bahn. Falls der Pivot im Rücken liegt, also die blaue Linie überhalb unseres Short-Einstiegs, ja, dann haben wir freie Bahn und dann ist uns das egal. Dann müssen wir auch die Regel nicht einhalten, einen Mindestabstand zu gewährleisten, sondern nur wenn der, ich sag mal, der Pivot vor der Brust ist. Hier auch nochmal kurz in den sogenannten MT4-Indikator, den wir mit eingebaut haben. Wir haben das Template nochmal überarbeitet, ja, und die Märkte verändern sich und wenn die Strategien, ja, ich sag mal, in der Trefferquote sinkt, dann passen wir natürlich unsere Strategien auch immer an den Märkten an oder der Marktsituation an, um da eine höchstmögliche Trefferquote zu generieren. Ja. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier jetzt auf der rechten Seite ganz viele verschiedene ja, Infoangaben ja, zu den letzten Signalpfeilen. Und ihr könnt ja gerade sehen, Last Short Signal, da sind bestimmte Pivot-Punkte, Body Factor und Shadows und Retracement eingearbeitet. Da möchte ich aber nochmal auch darauf hinweisen, dass das natürlich auch Teil der Schulung ist, was das genau bedeutet. Das ist jetzt wie, was ich jetzt mache, ist tatsächlich nur die Spitze vom Eisberg, ein kurzer Abriss in die Strategie. Ich sehe auch gerade schon, wir haben es jetzt aktuell 12:24 Uhr, ja, dass wir da noch ein bisschen in die Praxis reinkommen und in die Anwendung. Aber nicht den Kopf in den Sand stecken, das ist alles natürlich Teil der Schulung. Die nächste Schulung beginnt bei uns am 25. November, ja, und dann ist natürlich ein Thema dieser Strategien, die ihr mit an die Hand bekommt als Trader, ja, die MTX-Strategie. Und da werdet ihr natürlich im Einzelnen, im Detail nochmal genau lernen, was bedeuten denn diese ganzen Werte, ja. Im Prinzip ist diese Regeln, die ich definiert habe jetzt in den letzten 10 Minuten oder in den vergangenen 10 Minuten, ist dann nur nochmal dargestellt mit in diesem Template, ja. Also Kerzenkörper, dass dann ein bestimmtes Level erreicht, damit wir da auch sicher gehen können, dass wir freie Bahn haben für unseren Trade. Okay, dann nochmal ganz vereinfacht hier nochmal eine Visualisierung, wie ein Signal aussieht bei uns. Hier die da auf der linken Seite die Startdarstellung eines Short-Signals. Ja, das heißt, ihr habt alles dabei. Rote Sonne, nochmal zusammengefasst, kann man nicht oft genug sagen. Rote Sonne, gut ausgeprägter Heikin-Ashi, Kerzenkörper, kurzer Docht, außerhalb der Marktpreisbänder und unten das Signalpfeil. Das Ganze haben wir jetzt nochmal weiter verstärkt mit einem sogenannten Anker. Oh, bin jetzt zu weit gesprungen, sorry. Mit einem Anker, den ihr hier unten sehen könnt, ganz links im linken Fenster bei dem Short-Signal habt ihr einen roten Anker, wo dann auch die Uhrzeit mit angegeben ist. Und dann wisst ihr, alles klar, jetzt bin ich bereit für einen Short-Einstieg als Trader oder und kann jetzt hier
problemlos den Trade ansetzen. Natürlich müsst ihr auch noch immer auf gewisse Handelszeiten achten. Das ist aber natürlich auch dann nochmal in der Schulung nochmal im Einzelnen beschrieben, was wir genau für Handelszeiten haben oder auf welche Handelszeiten wir uns da konzentrieren, um mit einer guten Gewinnmöglichkeit und Wahrscheinlichkeit diesen Trade in den Gewinn zu bringen. In der Mitte gehen wir einmal weiter. Seht ihr jetzt ein Beispiel oder eine Darstellung für ein Long-Signal? Dann ist der Anker, den ihr unten habt, nicht mal rot, sondern logischerweise dann in dem Fall grün. Ja? Die Long-Kette beinhaltet alle Parameter und alle Kriterien, die wir als Regel definiert haben. Gut ausgeprägter Heiken-Ashi-Kerzenkörper, kurzer Docht, außerhalb der Marktpreisbänder und also außerhalb des oberen Marktpreisbands, je nachdem, ob wir Long oder Short dann traden. Und dann ist das ein Long-Signal für uns. Vorangegangen natürlich die vorangegangene Sonne, die dann natürlich uns auch nochmal die Richtung vorgibt, nach welchem, ich sag mal, nach welchem Einstieg wir Ausschau halten. Ja? Entweder Long oder Short. Bei der Boxstrategie habt ihr sicherlich festgestellt, da können wir in beide Richtungen gehen. Ja? Long und Short gleichzeitig mit zwei sogenannten Pending Orders. Hier müssen wir uns für eine Richtung entscheiden. Und die Entscheidung, die nimmt euch natürlich dieses Template ab als Trader. Ja? Und dann wisst ihr alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich rein muss, also wo ich den Einstieg habe und vor allen Dingen auch, wo ich den Ausstieg habe. Dann auf der ganz rechten Seite haben wir hier eine graue Box. Ja? Das ist eine Box, wo uns dann so die bestimmten Kriterien dann fehlen und das ist für uns dann kein vollständiges Setup. Ja? Da sind alle auf dem gleichen Wissensstand, da sind wir uns alle einig. Ja? Innerhalb des Clubs, da weiß jeder, wenn er so eine Box sieht, dann ist sie zwar im Anmarsch, aber ist noch kein klares Setup für uns und dann natürlich dementsprechend dann auch kein Einstieg. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Signal umzusetzen oder die MTX-Strategie umzusetzen. Ich konzentriere mich hier gleich im MTX, oder Entschuldigung, bringe ich schon durcheinander hier die Begrifflichkeiten, im MT4 nur auf die Alternative B. Die Alternative A, die wird natürlich im Pro-Training dann erläutert. Und das ist dann natürlich für euch dann immer als Trader, habt ihr dann die Flexibilität zu sagen, okay, ich fühle mich besser aufgehoben mit der Alternative A oder B. Ja, ich gehe heute, damit euch der Kopf nicht ganz raucht heute, auf die Alternative B ein, wo wir den Stop-Loss auf die Sonne platzieren. Hier gehen wir direkt in die Anwendung oder in das Vorgehen. Das haben wir eben schon mal kurz gemacht. Wir gehen wieder in den MetaTrader und ihr habt hier oben die verschiedenen Zeiteinheiten. Wie gesagt, das ist eine Strategie auf 5 Minuten Zeitebene auf M5. Das müssen wir uns natürlich hier oben auch im MetaTrader einstellen. Dann die Vorlage dazu. Ich mache das mal wieder ganz von vorne und mache hier den Chart mal komplett zu. Ja. Hol die Marktübersicht. Rechter Mausklick in der Marktübersicht. Ja, also wenn ihr euer Demokonto habt und eingerichtet habt, entweder dann über den Mitgliederbereich oder mit einem von uns, also nutzt diese Möglichkeit gerne innerhalb dieses Gastzuganges mit dem Demokonto das Ganze mal zu üben und umzusetzen und zu schauen, wie viele Trades und MTX ihr da in den Gewinn bringen könnt. Oder auch generell mit den Boxen arbeitet, dass ihr einfach mal wirklich in die Praxis geht, ja, und die Theorie dann nebenbei euch aneignet. Am besten ist natürlich eine Mischung aus beiden, ein Mix aus beiden, aber hier ist die klare Empfehlung, Learning by Doing, ja, und so hat man dann natürlich den größten Lerneffekt. Ja. Demokonto steht, ihr seht dann auf der linken Seite habt ihr eure Marktübersicht, sucht euch dann den entsprechenden Markt aus. Ich hole jetzt mal den DAX dazu, rechter Mausklick und geht dann nur auf neues Chartfenster. Gerade eine Fehlermeldung. Was nicht found. Okay, dann gehe ich mal hier rein. Also, ihr habt dann
Den DAX-Chart, der dann angezeigt wird, bitte nicht verwirren lassen von der Vorlage, geht dann hier dann nur noch auf dem rechten Mausklick innerhalb des Charts und geht dann hier auf Vorlagen, wo dann alle Templates angezeigt werden. Und da sind dann alle Templates abgekürzt mit TC24. Und je nachdem, welche Strategie wir da haben oder mit welcher Strategie wir gerade arbeiten, suchen wir uns die entsprechende Vorlage raus. In dem Falle MTX holen uns das einmal dazu. Dann baut sich hier die Vorlage auf und ihr könnt dann wunderbar das Template erkennen, beziehungsweise die Heikin-Ashi-Kerzen, mit denen wir arbeiten und die verschiedenen Markpreisbänder und natürlich die Sonnen- und Signalpfeile. Dann natürlich das Ganze auf 5 Minuten gestellt. Bitte nicht vergessen, das vergessen am Anfang eigentlich viele Trader, dass sie die richtige Zeit einstellen, damit wir Fehlsignale vermeiden. Ja. So, hier ganz gut zu erkennen. Ihr habt hier oben dann ein kleines Dreieck und das könnt ihr ein bisschen weiter nach links verschieben, so von der Bedienung nochmal her, ja, damit sich das nicht hier überlappt mit den Werten, die hier mit eingebaut sind. So. Hier könnt ihr jetzt die rote Sonne sehen und wir sehen hier, halten jetzt in dem Falle Ausschau nach Short-Einstiegsmöglichkeiten, nach Short-Signalen sozusagen, aber wie ihr auch unten sehen könnt, die Trading-Zeit passt für uns gerade nicht. Ja, wir befinden uns in der sogenannten Mittagszeit, da geht die Luft aus dem Markt und wir wollen natürlich als Trader eine gewisse Bewegung mitnehmen und wenn die Luft rausgeht, dann ist es dementsprechend für uns einfach kein Setup und da lassen wir die Finger vom Abzug. Okay. Dann nochmal in die Anwendung, in die Praxis. Auf der linken Seite habt ihr den Navigatorbereich. Habe ich eben schon mal kurz gezeigt. Wir machen das Ganze nochmal. Wir wollen uns natürlich die Zeit dafür auch nehmen. Trade Manager, Doppelklick aus dem Navigatorbereich unter Experten. Das Ganze sieht dann bei euch so aus, dass nicht aufgeklappt ist. Und das könnt ihr dann ganz einfach hier über das Plus-Symbol steuern. Da geht ihr unter Experten und habt dann hier im mittleren Bereich den Trade Manager. Macht einen Doppelklick rein oder per Drag and Drop einfach reinziehen. Und dann erscheint auf der rechten Seite der Trade Manager. Ja, so ist das komplette vollständige Bild. Das heißt, von der chronologischen Reihenfolge her immer erst das Template und dann das Order Tool dazu. Da nochmal ein Beispiel dafür. Ich hoffe, ihr könnt es gerade sehen. Ja, auf der linken Seite dann Navigatorbereich, Anwendung, technisch in der Praxis rübergezogen und dann habt ihr den Trade Manager auf der rechten Seite dabei. Template, wie gesagt, bitte vorher reinladen. Das heißt, wenn ihr euer Demokonto habt, dann habt ihr natürlich, ist der MetaTrader erstmal komplett nackig. Ihr habt dann diese vier Bereiche: Marktübersicht, Navigator, Terminalbereich und natürlich dann die Chartanzeige. Und da holt ihr dann einfach über die Marktübersicht dann und natürlich entsprechend den Navigatorbereich euch diese zwei Komponenten mit rein: Vorlage und dann natürlich das Order Tool dazu. Hier nochmal ein Beispiel für ein Stop-Loss oder wie wir den Stop-Loss setzen in dieser Strategie. Aber da gehen wir in die Praxis. Das zeige ich euch am MetaTrader am besten. So, hier nochmal die letzte Regel, bevor wir hier zum Schluss kommen von der Theorie oder von den Grundzügen dieser Basisstrategie. Ja, wir beziehen auch die Wirtschaftsnachrichten mit ein. Es gibt zahlreiche Seiten, wo ihr Wirtschaftsnachrichten sehen könnt. In dem Falle habt ihr hier drei Bullenköpfe und da sagen wir, 15 Minuten vor und 15 Minuten nach der Wirtschaftsnachricht wird nicht gehandelt. Ja? Das sind dann die Nachrichten mit der größten Priorität und das ist dann für uns dann mit einer latenten Gefahr verbunden, dass der Kurs mal schnell springen kann oder dass der Kurs
wirklich gar keine Bewegung macht. Das kann aus dem Nichts kommen. Und damit wir hier ein klares Regelwerk haben, gehen wir natürlich hier mit Vorsicht ran und sagen dann innerhalb dieser Zeiten, Viertelstunde vor, Viertelstunde nach, wird nicht getradet. Dann nochmal das vollständige Bild vom MTX. Ihr seht die Sonne, ihr seht die Heikin-Ashi-Kerzen, diese Darstellungsform, mit der wir arbeiten. Und dann habt ihr unten links den aktuellen DAX-Punktestand und darüber den Countdown-Zähler. Das heißt, jede 5 Minuten bildet sich eine neue Heikin-Ashi-Kerze. Auf der rechten Seite dann mit dazu der Trade-Manager und die entsprechenden Marktpreisbänder. Und wo sich bitte nicht verwirren lassen von dem Eingabefeld auf der rechten Seite, also nicht Eingabefeld, sondern von diesen Werten hier mit Last Short Signal, Last Long Signal und Current Candle. Das ist für uns immer nur ein Zeichen dafür, wie der Status gerade ist und wann wir einsteigen können, damit wir das Ganze besser sehen und beobachten können als Daytrader. Okay, dann nochmal zusammengefasst, alle Regeln, ja, das haben alle wahrscheinlich lange drauf gewartet, weil ich mir diesen Mund schon fusselig spreche hier oder rede hier und ich möchte euch keine Frikadelle ans Ohr hier um die Ohren hauen oder ins Ohr labern, ja. 8 Regeln, die wir einhalten, um den Einstieg vorzunehmen, hier nochmal zusammengefasst, Einstieg auf 5 Minuten. Trade-Signal muss dabei sein, gut ausgeprägte Kerze, Regel Nummer 3, Regel Nummer 4, unterhalb oder oberhalb der Marktpreisbänder, Regel Nummer 5, größer als 7 Pips, das hängt damit mit dem Kerzenkörper zusammen, und Nummer 7, die Regel, Stopp auf der roten Sonne oder blauen Sonne, je nachdem, in welchem Modus ihr euch gerade befindet, Long oder Short, gibt nur die beiden, und die 8. Regel, auch schon eben kurz erwähnt, 15 Minuten vor und nach wichtigen Wirtschaftsnachrichten wird nicht getradet. Ja? Kleiner Disclaimer. Und dann sind wir auch schon mit der Theorie durch und mit den Grundzügen. Und jetzt kommen wir zur Praxis, gehen direkt in den MetaTrader 4 und gucken uns das mal an. Vorlage haben wir jetzt ausgiebig besprochen und wir gehen direkt in den Trade Manager. Wie würde man so einen Trade umsetzen? Ja. Alles Demo, es kann nichts kaputt gehen. Also nochmal hier an der Stelle, nutzt gerne diese Demo-Phase, übt mit dieser Bedienung umzugehen, beziehungsweise übt mit der Vorlage, die Vorlage richtig zu nutzen und für euer Trading dann dementsprechend in der Praxis umzusetzen. In der Anwendung. Ja. Und da habt ihr genügend Zeit und da begleiten wir euch natürlich auch, wie man das Ganze genau macht. Wir haben auf der rechten Seite Trade Manager und können hier oben im Eingabefeld auf Buy oder Sell gehen. Ja. Und dann seht ihr, dass sich die Linien hier automatisch visuell hier reinziehen und angezeigt werden, je nachdem, nach was ihr für ein Setup Ausschau haltet. In dem Falle halten wir Ausschau nach einem Short Setup. Warum? Weil die letzte Sonne eine rote Sonne war. Ja? Und deswegen klicken wir hier natürlich auf Sell. Wenn wir eine vorangegangene Sonne hätten mit Blau, ja, dann hätten wir natürlich hier auf Kaufen gedrückt, auf Buy und dann würde das Ganze so aussehen. Wenn ich das jetzt kleiner ziehe, dann seht ihr, dass die Linie dann natürlich dementsprechend hier auch angezeigt wird. Das heißt, die grüne Linie ist unser Einstieg, rote Linie ist unser Stop-Loss und die blaue Linie ist unser Gewinnziel. Das gehen wir hier nochmal in die Praxis. Das heißt, rote Sonne, Short, dann gehen wir hier auf Set 4. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt fragt sich der eine oder andere natürlich, was sind denn die ganzen anderen verschiedenen Sets? Ja, hier habt ihr Set 1, Set 2, Set 3 und Set 4. Das ist das sogenannte Chancen-Risiko-Verhältnis,
was wir voreingestellt haben. Da könnt ihr auch euer eigenes Verhältnis einsetzen. Ja, und das ist, damit das Ganze schneller geht, machen wir nur einen Mausklick in Set 4 und gehen dann direkt in den Trade. Ja, weil sich das ja sehr schnell bewegt und da wollen wir natürlich nichts verpassen. Ja, und haben dann diese Voreinstellung mit eingebaut oder rein programmiert. So, Set 1, gehen wir das mal ganz kurz mal durch. Set 1, Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2. Ja, ihr seht, unser Risiko liegt bei 0,5%, 50% wollte ich gerade sagen, 0,5% und unser Gewinnziel ist 1% von unserem Konto in dem Falle. Ja. Set 2, Chancen-Risiko-Verhältnis CRV von 1 zu 1, 1% Risiko, 1% ist unser Gewinnziel und ihr seht auch gleichzeitig, die Linien haben genau den gleichen Abstand vom Einstand weg wie unser Stop-Loss. Ja, ihr seht hier, Short-Einstieg muss dann dementsprechend runterlaufen, würden in dem Falle, ist dann hier auch angezeigt, 99 Euro, oder je nachdem, schwenkt gerade hin und her, 99 Euro Gewinn und wir riskieren auch 99 Euro. Ja. Set 3, ihr seht, Chancen-Risiko-Verhältnis, die Linien sehen jetzt anders aus, die blaue Gewinnziellinie ist näher dran, Stop-Loss ist hier unter der Sonne und das würden wir natürlich dann verschieben auf die Sonne. So würden wir das platzieren, ja, bei einem klassischen MTX-Setup. Ja. Und da gehen wir noch einen Schritt weiter. Auf Set 4 legen wir auf die Sonne und haben dann hier ein entsprechendes Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 10, 10 zu 1. In dem Falle, und würden hier dann einstellen, das lässt sich hier wunderbar hier eintragen, 1%, machen dann nochmal einen Mausklick in den Trade Manager und er zieht sich dann automatisch die Werte. Ja? Also der große Vorteil dieses Trade Managers in der Anwendung oder generell beim Traden bei uns, möchte ich nochmal verdeutlichen, ist, dass ihr nicht mehr selber rechnen müsst, wie viel sind denn ein Lot und wie viel ist denn prozentual mein Risiko vom Konto. Das ist der Knackpunkt, womit sich viele Trader schwer tun, ja, dass sie wirklich immer umrechnen müssen und wie viele Punkte entsprechen wie viel. Hier trägt man ein, 1% ist mein Risiko, egal was mit dem Trade ist, die Trades sind dann platziert, Stop-Loss ist klar definiert und der Trade Manager hilft uns, diese Anwendung sauber umzusetzen, ja, oder diesen Trade sauber zu platzieren. Ja, und das ist einfach der große Vorteil. Ja. Nicht nur, dass sie visualisiert werden, dass sie das Bild dann sieht, das Gesamtbild, sondern ihr seht dann auch, ja, wo unser Stop-Loss liegt und vor allen Dingen, wo unser Take-Profit liegt. Ja. Das machen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Wir haben 1% eingetragen, vorher auf Sell gedrückt, Set 4 von der Reihenfolge her, dann hier auf 1% und geben dann hier im Kommentarfeld MTX ein, damit man den Trade besser zuordnen kann und gehen dann auf Ausführen. Wir haben jetzt aber allerdings, haben wir ja ganz seit lang und breit jetzt die Regeln besprochen, kein MTX-Setup. Wenn ihr nochmal ein bisschen zurückdenkt und euch daran erinnert, ein MTX-Setup haben wir natürlich nur, wenn, spulen wir mal ein bisschen zurück, wenn ihr diesen Kasten habt. Ja? Wenn ihr hier so eine Box habt, wo euch dann das Signal angezeigt wird. Ja, das heißt, ihr könnt nicht Gefahr laufen, ein Fehlsignal zu traden, aber um da nochmal ein bisschen in die Anwendung, in die Praxis reinzugehen, wie also ein Trade aussehen könnte oder wie was dann passiert, wenn wir hier auf Ausführen gehen, fragt sich der ein oder andere. Dann natürlich, dann sieht das Ganze so aus, wir klicken drauf und ihr seht dann hier die Linien, auch nicht zu vergessen, einmal den Stop-Loss auf die Sonne natürlich, für die Alternative B. Alternative A werdet ihr dann im Pro-Training, wie ich auch schon erwähnt habe, dann näher kennenlernen. Ja? Aber wir machen mal die einfache Variante, als Stop-Loss auf die Sonne. Take Profit wird hier angezeigt, das ist die blaue Gewinnziellinie. 1% ist unser Risiko. Kommentarfeld haben wir auch eingetragen und bedient hier.
und gehen dann auf Confirm. Ja. So würde das aussehen. Jetzt bitte nicht erschrecken. Jetzt verschwinden die Linien hier aus dem Chart. Ja, und wir können dann sehen, wenn wir hier den Terminalbereich dazu holen und in Handel gehen, ist dann der Trade platziert. Ja, der Trade ist hier drin und alles ist dann vorbereitet. Wir haben den Trade sauber umgesetzt mit Hilfe des Trade Managers, ja, und können dann hier sagen, alles klar, sobald wir dann unser Gewinnziel hier erreicht haben, das seht ihr gleich, ich mache das mal ein bisschen größer, seht ihr, verschwindet der Trade aus dem Handel und der Kontostand gleicht sich dann direkt an für den Trade, den wir angesetzt haben. Das war jetzt zwar kein Einstieg, ja, aber in der Anwendung seht ihr, ja, dass wir hier wunderbar das Gewinnziel erreicht haben, ja, und ihr seht auch sogar ohne diese alle Kriterien und Regeln sind wir mit dieser Strategie gut bedient, dass wir sagen können und dass wir ich sag mal, den Markt besser einschätzen können, wo der eigentlich hinläuft und wo der Trend sich hinbewegt. Ja. Okay, dann nochmal ganz kurz hierzu, bevor wir zum Schluss kommen. Ich sehe schon 12.48 Uhr. Nochmal in die Anwendung, also dementsprechend Buy oder Sell. Wir gehen nochmal auf Sell, weil wir eine rote Sonne hier haben, würden dann das CRV einstellen. Wir arbeiten hier im Club mit dem Set 4 und können dann hier das Risiko einstellen. Jetzt machen wir mal einen halben Prozent. Eben haben wir 1% Risiko gehabt und riskieren jetzt hier von unserem Konto ein halbes Prozent. Ja, und können dann sehen, die Linien erscheinen hier automatisch und man weiß als Trader genau, alles klar, wo liegt jetzt mein Stop-Loss und wo ist mein Take-Profit und wo werde ich hier eigentlich aus dem Markt herausgefischt, mit optimalerweise mit Take-Profit und mit Gewinn natürlich. Ja. Dann natürlich das Kommentarfeld nicht zu vergessen, MTX, ja, als Trader ist ja sehr wichtig, Buchführung und einen Tradingplan zu haben, dass man weiß, okay, welcher Trade war das eigentlich, den ich gerade gemacht habe. Ja, das könnt ihr dann hier dann auch ganz kurz nochmal in die Anwendung, wenn ihr den rechten Mausklick reinmacht, unter Kommentare geht, könnt ihr dann sehen, was für ein Trade ihr gemacht habt. Ja, ein MTX-Trade seht ihr dann hier im Kommentarfeld und könnt das dann besser zuordnen. Ja, dann gehen wir nochmal zurück auf Handeln und machen den letzten Trade für heute. MTX ausführen, dann fragt er nochmal, ob man sich sicher ist, ja, dann noch ein Klick drauf und dann sind wir wieder hier direkt im Trade drin. Ja. Das Ganze könnt ihr dann natürlich auch manuell dann beenden, ja, falls ihr nicht am Schirm seid oder den einen oder anderen Termin, was man auch durchaus passieren kann, dann sagen wir gehen hier raus, Trade wollen wir nicht weiterlaufen lassen, auch eine Grundregel bei uns, wenn wir nicht am Schirm sind, dann wird nicht getradet. Ja, dann